Nein, ich habe es mir jetzt anders überlegt. Ich habe jetzt hier in die Kiste den ganzen Kram gepackt. Wir sind jetzt erstmal wieder ein bisschen erleichtert. Ich möchte doch erstmal eben Axt letzte Wacht hier zu Ende bringen. Beziehungsweise vielleicht geht es ja noch weiter. Vielleicht wird es ja noch eine Vier-Sternchen oder Vierer-Sonne oder keine Ahnung was. Wir werden erstmal gucken, ob wir hier Max schön Blut finden. Wenn nicht, keine Ahnung, suchen wir halt weiter nach ihm. Aber ich möchte es ganz gerne hier zu Ende bringen. Das Verkaufen und Hin- und Herreisen kann ich dann immer noch anschließend machen. Wir gehen in den Wachturm. Deuten. Da oben geht es noch hin. Ich nehme natürlich alles wieder mit. Logisch, muss sich ja richtig lohnen, ne? Halt, das ist leer, das Fass. So. Was haben wir denn da? Brief von Max Schönblutes. Werter Freund, ich beobachtete, dass ihr mich bei der Scheune nahe Ark gesucht habt. Ich weiß, dass meine Tarnung auf Enderal aufgeflogen ist und habe mich bereits nach Kyra abgesetzt. Diese Boddenbrunk macht Jagd auf mich, seitdem ich das Bett nicht mit ihr teilen wollte. Sie durchschaute meinen vorgetäuschten Tod. Noch einmal denselben Trick zu versuchen, erscheint mir sinnlos. Als Entschädigung für eure Mühen habe ich den Inhalt dieser Schatulle hinterlassen. Belasst es dabei, finden werdet ihr mich nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns bei eurem nächsten Abenteuer wieder. Max Schönblutes. Okay. Oh. Ist das eine Bestechung? Nein, das ist eine Entschädigung. Okay. Das nehmen wir doch, ne? Natürlich gehe ich da gleich nochmal eben hoch. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Können hier überall schlafen. Will ich aber jetzt gar nicht. Das ist alles leer. Einzelteile. Gut, dann gucken wir jetzt eben nochmal hier hin, ne? Was haben wir hier oben noch? Frostschutztrank, Seelenstein und Trankenschutztrank. Okay. So, aber das war's dann. Tja, na gut. Dann bin ich ja froh, dass ich das nicht andersrum gemacht habe. Dass ich erst hier so viel Aufwand betreibe und dann. Aber ich habe mir schon fast sowas gedacht, dass wir den hier. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir noch kämpfen müssen, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir ihn hier nicht finden. Max Schönblutes. Finden wir hier noch irgendwas anderes? Da oben waren wir. Okay. Malfassblüte. Sonst noch irgendetwas da oben vielleicht? Hm. Ja, dann haben wir das ja hier auch jetzt erledigt. Jetzt wäre natürlich die andere Seite interessant, weil da wartet wieder Neuland auf uns. Na komm schon. Gucken wir erstmal eben hier nochmal. Die ist eh kaputt, die Leiter. Da ist noch eine Truhe. Okay. Wow, das ist wie ein Gletscher. Aber das war's, ne? Okay. Dann hole ich mir mal eben die Truhe, die da oben noch steht. Alles klar. Ach, komm schon. Ich war zärtlich. Geht doch. Na, immerhin. 32 Groschen. Nehme ich gerne. Hier noch irgendwas? Nee. Tja.
Dann würde ich sagen, schnappe ich mir erstmal meine Beute. Und dann geht's zurück. Und dann würde ich dann von hier aus weitermachen. Wobei, das war ja jetzt auch eine Dreier-Quest, ne? Also ist doch jetzt die Frage, warum? Haben wir jetzt tatsächlich... Nee. Doch, Pack, töten, Apotheose, Portiers. Nee, das ist jetzt tatsächlich... Pilzproben, das war's. Wir haben Max Schönblut anscheinend erledigt. Also, die Quest erledigt. Meint soll mir recht sein. Ja. Dann würde ich schon fast sagen, sehen wir uns, jetzt wird es hier noch voll neblig. Dann sehe ich erstmal zu, dass ich die Sachen verkaufe. Wir haben ja jetzt mal soweit hier alles gelootet. Zumindest gehe ich da einfach von aus. Naja, komm, da muss ich immer noch mal hoch. Aber ich denke mir mal, dass ich hier nichts mehr finde. Das heißt dann, dass ich eigentlich hier auch schon die Aufnahme beenden könnte. Könnte ich. Tue ich jetzt aber irgendwie nicht. Nein, das ist ja Quatsch. Ich weiß, dass ihr da ein bisschen zwiegespalten seid. Einerseits ist es für euch in Ordnung, wenn es für mich in Ordnung ist, wenn ich sage, ich... wieso ist hier eine Distel? Das macht mich jetzt schon wieder misstrauisch. Wenn ich sage, das mache ich dann, ohne dass ich es aufnehme. Das ist natürlich nett, weil ihr mir das natürlich damit überlasst. Und das finde ich auch schön, dass ich so spielen darf, spielen kann. Andererseits sagt ihr, es gehört mit dazu. Es stimmt natürlich beides, aber ich bin da eigentlich der Meinung, das ist etwas, was ich tatsächlich so eben erledigen kann, weil es zieht alles dann irgendwie doch gewaltig und das möchte ich nicht, dass das für irgendjemanden langweilig werden könnte oder sonst irgendetwas. Beziehungsweise man kann natürlich dann auch sagen, dann klickt die nächste Folge an, aber keine Ahnung. Das ist auch egal. Ich mache es jetzt einfach erstmal eben so, weil das ist einfach nur verkaufen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch gucken. Na, ich will jetzt keine Versprechungen machen. Das machen wir dann in der nächsten, wenn ich weiter aufnehme. Dann hoffe ich, dass wir uns hier gleich wiedersehen. Dann sage ich aber trotzdem auf jeden Fall bis hierhin vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi. Ach, wisst ihr was? Es ist totaler Blödsinn. Ich bin von da oben eben nur kurz runtergeritten, die Treppen runter. Und wir sind hier sofort schon bei der Honigmet-Brauerei. Ich gucke mal eben, was ich hier verkaufe. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. So, da gibt es auch kein großes Hin und Her. Wie gesagt, man kann ja vorspulen. Oder die nächste Folge gucken. Oder ich weiß auch gar nicht. Es kommt mal drauf an, wie ich schneide. Ich wollte es eigentlich auch so machen, dass ich dann immer die Folgen tatsächlich so und so lang nur mache. Und dann immer euch wieder raus verabschiede aus den Folgen. So, ich gucke mal eben. Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Aber natürlich. Nur wegestreu. Kann ich was bei dir verkaufen? Nein, okay. Geh weiter, bitte. Dass ich hier durch kann. Also, kannst du bitte mal eben weitergehen, damit ich hier einmal durchlaufen kann? Hallo, Andelia. Du machst eben so. Steige ich einmal über den Zaun. Kann ich hier auch was verkaufen? Ich hoffe, dass ich jetzt schon mal ein paar Sachen loswerden kann. Das kann natürlich auch sein, dass hier nur... oh nein, das ist doch nicht euer Ernst. Was? Schreitet wohl, Maiden. Im Ernst, es ist 8 Uhr morgens. Wann macht ihr euren Laden denn auf? Oh, na Spitze. Oder ich reite gleich zum Hofladen weiter. Das könnte ich auch machen. Aber die Zeit, die vergeht hier so langsam. War hier nicht auch ein Heubett?
Können die kein Schild dran machen, so von wegen Öffnungszeiten von bis? Das würde so viel erleichtern. Ach, Wirbelsturm. Das nächste Mal reite ich da hoch, ey. Pass auf. Ach, dann eben anders. Der Hofladen ist... Das ist Junker Borex. Hä? Der Hofladen ist hier unten, ne? Da ist die Molkerei. Leuchtsteingrotte. Ja, alles klar. Aber wir haben ja jetzt Wirbelsturm. Das heißt, ich sehe mal eben zu, dass ich da irgendwie hinkomme. Wir können ja hier den Weg lang. Es sei denn, der Händler ist noch bei dem Blinden. Dann könnten wir dem was verkaufen. Wenn der da noch sitzt, könnten wir da noch was loswerden. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann würde ich vielleicht ganz gerne da hinten nochmal starten. Nee. Doch, der sitzt da noch. Der sitzt da noch. Hat der kein Zuhause? Nein, man soll mir jetzt recht sein. So, lass mich einmal zum Händler, bitte. Mal fast zum Gruß. So. Ich hätte nicht gedacht, der... Etwas tauschen, bitte. Ich stehe im Feuer mit meinem Hintern. Sagt mal her, was ihr habt. Oh, oh. Oder sagt, was ihr braucht. Dein Esel schubst mich gleich ins Feuer. Pass auf. Okay. Erstmal verkaufen wir ganz viel und dann gucken wir, was er hat. Den Eichenbogen kann er haben. Den Jagdlangenbogen, den Runenbogen. Das Runenschwert. Oh. Ja doch, Runenstreitkolben, das Silberschwert, die Stahldolche, die Stahlschlachtaxt kann er haben. Haben wir schon, kann er haben, kann er haben. Der hat auch, glaube ich, ja, Kohle ohne Ende. Das kann er alles haben. Lederschuhe, haben wir Runenschild. Ich wollte eins behalten. Aber ich glaube, ich behalte ein Sternlingsschild. Ja, die haben auch mehr Rüstung. Die kann er also haben. Jetzt weiß ich nicht, kriegt man in dem Haus noch eine Ausrüstung, so wie in Skyrim, dass man sich Puppen mit Rüstungen behängen kann? Ich meine, dann würde ich jetzt den Skarak-Harnisch einfach belassen. Stahlharnisch haben wir aber. Ja, das können wir eigentlich ja auch verkaufen, ne? Das nimmt auch so viel. Und das benutze ich überhaupt nicht, hier sowas wie Wein oder sowas. Das Wasser lasse ich mir jetzt nochmal. Aber den Wein kann ich verkaufen. Das lasse ich auch mal. Hier habe ich aber noch ein paar Sachen, wenn er die kauft. Mal gucken. Hier Becher. Den Besen kann er haben. Einen Hammer kann er haben, die Holzplatte, Hufeisen kann er haben, das nicht, Werkzeugkasten, Zange kann er haben, 242 haben wir. So, was hat er denn jetzt? Beziehungsweise, jetzt geht das wieder los, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich habe glaube ich, schwere Rüstung auf 54, Schlossknacken auf 27. Schlossknacken müssten wir höher kriegen, ne? Hat er vielleicht irgendwas? Zauberbücher. Erdelementar. Nö. Ich bin mal ganz zufrieden. Pass auf, Meisterbücher. Meisterbücher können wir noch gar nicht. Er hat nur Meisterbücher. Da bin ich ja noch jenseits von Gut und Böse. Ich kann keine... Also mit Meisterbüchern, nee. Schade. Hat er hier irgendwie was? Nee, das sind nur die Sachen, die er uns abgekauft hat. Wir könnten nochmal Ambrosia kaufen. Mache ich nochmal. Aber ansonsten kann er tatsächlich nichts. Nee. Schade. Schreitet wohl. Ja, schreitet auch wohl. Aber wir sind
wieder erleichtert. Jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen. Ich glaube, ich würde ganz gerne hier auf der anderen Seite gucken. Das könnten wir aber auch über den Myradenturm Quellwacht. Oder ich versuche es hier nochmal mit Pack-Pack aufzunehmen. Dann reisen wir einmal quer rüber. Es ist relativ schnell. Und ich versuche es einfach nochmal. Weil dann haben wir das mit dem Kopfgeld auch. Ja. Mache ich jetzt einfach mal. Jetzt habe ich Wirbelsturm sowieso schon hier. Eigentlich liebäugel ich damit, in Ark mal eben warte mal, jetzt sind wir gerade hier. Die verkaufen aber, glaube ich, nichts, was Expertenbücher oder sowas anbelangt. Ne? Ich liebäugel mich echt damit, dass wir die Expertenschatullen noch öffnen können. Wir müssen unbedingt unser Schlossknacken-Skill hochkriegen. Zeigt mir eure Ware. Ich meine, könnt ihr mir bitte zeigen, was ihr zu verkaufen habt? Aber ich glaube, die haben nur Lebensmittel. Ne? Die hat gar nichts in der Richtung. Schade, schade, schade. Schönen Tag noch. Ja, danke. Euch auch. Benötigt einen Schlüssel. Oh, ich habe das Gefühl, es ist so frustrierend im Moment. Es ist doof. Wir kommen vorwärts, aber nein, jetzt ist Wirbelsturm weg. Aha. Und warum kommen wir hier nicht rein? Warum komme ich hier nicht rein? Nach Alt-Garagata. Warum? Okay, jetzt ist eh alles egal. Dann können wir auch genauso gut wieder zurück. Ja. Dann sehe ich zu, dass ich nach Ark zurückkomme und da werden wir dann erstmal wieder ein bisschen skillen. Das machen wir aber jetzt einfach nochmal eben hier in der Aufnahme, was soll's. Dann muss ich mir gleich nochmal eben aufschreiben, wie hoch mein Skill ist. Da vorne habe ich noch irgendwas nicht entdeckt. Dann machen wir das gleich mit. Was habe ich denn hier nicht entdeckt? Das hatten wir aber schon, ne? Was ist das denn? Hier ist ein Bett. Feld an der Mühle. Hier sind mehrere Betten. Was ist das? Alter Getreidespeicher benötigt einen Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Aber da oben ist noch ein Lager. Das ist aber auf dem Berg. Und hier ist ein Brunnen. Hallo? Echo. Da hoch. Von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Oh, ich will das jetzt nicht so ereignislos lassen hier. Das kann doch nicht angehen. Komme ich hier irgendwie durch? Weiter, 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 weiter. Nee, das ist ja nur ein Dach. Aber sowas ist immer so... Ich bin ja so ein alter Konsolenspieler, sage ich mal so. Nein, ein junger Konsolenspieler. Ein Konsolenspieler, der eben halt auch viel Jump'n'Runs immer gespielt hat. Ich habe das Gefühl, immer überall drauf springen zu müssen. Und, aber ich glaube, das ist hierfür nicht vorgesehen. Achso, hier kann man sowieso lang, okay. Oben ist noch ein Lager. Das würde ich wenigstens noch mal eben ganz gerne entdecken. Ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Ich hätte ja auch den Weg lang laufen können, der da unten lang geht, ne? Wahrscheinlich führt der da irgendwie direkt hin. Da geht der Weg lang. Aber
Wege sind langweilig, wenn man sie nicht verlassen darf. Und ich sag mir immer wieder, hier ist wieder was, wo ich noch nicht gewesen bin, aber hier war ich garantiert schon. Es kommt mir immer nur mal so vor, als wenn ich hier noch nicht gewesen wäre. Trotzdem ist da oben ein Lager, wo wir noch nicht waren. Ach, hier ein Bären. Wir sind schon lange in keinen mehr reingerannt. Wird mal wieder Zeit, ne? Bär? Pilz. Kein Bär. Jetzt geht die Musik wieder weg. Warum geht die Musik weg? Wölfe. Na gut. Dann nehme ich Frosty eben mit. Halte mich doch davon ab. Ich nehme Frosty mit. Oh. Bär von hinten. Bär, 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 Bär. Wo, wo, wo? Ich habe ihn da eben gehört. Oh nein. Was sind das, Wölfe? Oh nein. Eine Reisende. Ein mittlerer Rucksack! Oh, es tut mir so leid um dich, aber der mittlere Rucksack. Habe ich den jetzt auch noch selber gebaut? Na, ist ja egal, ich habe einen. Oh, hi! Das ist ein Marodeur, ne, dabei. Ich sehe das schon. Ist das das Lager? Frosty, machst du mit? Warte. Nein, nein, das ist nicht alles. Warte. Bin schon da. Wildererkämpfe. Nee, ist eine Vagabundin. Alles klar, dich haben wir. Das ist schon wieder ein Marodeur. Frosty? Erstmal eben. Ist das alles? Das ist auch eine Marodeure. Nein, 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 nein. Oh, dammit, ich bin tot. Ja, die Schlampe kommt gleich wieder. Da kannst du aber drauf wetten. Oh, mittlerer Rucksack. Herr Frost. Warte. So, warte. Die schickt euch mal eben den Frostelementar runter. Fliegen mir die Pfeile um die Ohren. Ja, toll. Bearbeitet mich mal alle beide hier. Und mein... Ja, das ist ganz doof und doof gemacht und ich sterbe gleich wieder. Moment, 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 Moment. Da ist ein Bär. Nicht zu sehr in diese Richtung rennen. Ich muss mal eben ganz kurz aus dem Kampf raus. Das ist total doof, ich weiß, schuldigt. Und das war sehr feige. Ich muss mal eben echt absolut aus dem Kampf raus. Das war eine blöde Stelle, dass ich da oben gespeichert habe. Ich muss mal eben ganz kurz aus den Augen, aus dem Sinn, dass ich mich mal eben heilen kann. Und dann gehe ich da frisch gestärkt rein. So, guck mal, die vergessen mich gleich wieder. Da war nichts. Hat ja keiner mit dem Schwert auf die eingehauen oder sonst irgendetwas. Ich nehme jetzt einen Charisma-Trank. Dann finden die mich so charmant, dass die mich nicht angreifen. So, haben wir das. Alles klar. So, pass auf. Aus den Augen, aus den Sinnen. Es war gar nichts. Ihr habt mich komplett vergessen und ausgeblendet. Alles klar. Dankeschön. So. Jetzt atmen wir mal tief durch. Festigen vielleicht noch mal eben mit einem gebratenen Lachs. Gesundheitsregeneration. Das Mana geht wieder hoch. Sehr schön. So, mein Schwert ist vergiftet. Ich schleiche mal eben ganz kurz hier lang. Alles klar. Also drei auf einmal war schon ein bisschen fies. Okay, wer hat uns jetzt entdeckt? Ich weiß es nicht.
Lass die hier mal gucken, ob die Luft rein ist. Ich muss sie mal eben kurz die drei anknacksen lassen. So, so nah. Okay, das war's schon. Geht nicht anders. Ich muss halt damit arbeiten. Beziehungsweise, das ist ja eine meiner Fähigkeiten. So, guck mal an. Da reicht mein Mana gleich nicht mehr aus. Wir können aber mal eben einen nachsetzen. Frosty? Das ist ja schön, dass du... Wo rennst du jetzt hin? Geht der jetzt auf die Wölfe los? Okay, toll. Danke, Frosty. Vielen Dank auch. Doch, das kann sehr wohl sein. Und tschüss. So. Was ist mit der Pfeil- und Bogentante hier? Ist die hier noch irgendwo? Oder hatten wir die jetzt schon? Die ist noch da. Ach nee, das ist ein Skelett. Wo kommt denn das jetzt her? Da habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Nerv drauf. Wo das jetzt schon wieder herkam. Da muss ja noch irgendwas sein, wahrscheinlich. Oh, die war schon hinüber, alles klar. Gut, die haben wir gelootet. So, was habt ihr denn alles? Hier lag einiges rum, ne? Beschriftetes Papier. Diese blöde Schrulle dachte tatsächlich, dass wir sie am Leben lassen, wenn sie uns ihr Versteck für Schmuck verrät, wie sie doch gebettelt hat. Angeblich sei südöstlich ein Eisbruch in die Schlucht gehauen, Verlorene inklusive. Wenn Kritos nächste Woche kommt, machen wir uns auf den Weg zum Eisbruch. Südöstlich ein Eisbruch, okay. Das nehmen wir alles mit hier. Silberschwert, südöstlich. Ziegenfleisch, Wein, den Hirsch mal eben ausweiden. So, so. Haben sie ja einfach jemanden umgebracht, obwohl der schon alles verraten hat, was sie eigentlich wollten. Da ist eine Eispranke. Du kannst dich nicht verstecken. Ich habe wohl deinen kleinen Hut gesehen. Südöstlich. Ein Steinbruch. Wow, ist das da hinten? Okay. Verlorene inklusive. Und das wird lustig. Da oben arg. Wo kam jetzt aber der eine daher? Der war ja jetzt ein bisschen... Der hat doch sicherlich auch irgendwas bewacht, oder? Und ich höre den Bären hier immer. Oh, da hinten! Oh, da hinten! Komm, den dürfen wir jetzt aber nicht... Den dürfen wir jetzt aber nicht enttäuschen, ne? Oh, da ist ein Pfeil. Stahlpfeil. Hallo, kleiner Bär. Hallo. Entschuldige. Knochenbrecherfieber. Na, herzlichen Dank auch, du blöder Bär. Also wirklich super. Was für ein schöner Effekt, der wohl zaubert. Oder das wohl zaubert. Wir werden es gleich sehen. Ich guck gleich nach. Was ist das? Was hat hier eben gebrummt? Ach, ein Troll. Ein Höhlentroll. Na schön. Okay, die sind inzwischen nicht mehr ganz so das Problem, habe ich das Gefühl. Außer Trollfett. Mal das mit. Aber warum war hier ein Verlorener? Ich meine, gut, dann war der halt richtig verloren wahrscheinlich, ne? Aber meistens sind dann ja noch irgendwelche Ruinen in der Nähe.